Hallo, liebe Leute. Nancy Holton hat ja alle ihre Videos gelöscht. Ihre alten Videos. Und jetzt hat sie ein neues hochgeladen. Und ich glaube, ich habe immer gesagt, dass die Essenz der Spiritualität ist das Loslassen. Wenn du loslässt, befreist du dich. Das ist immer so. Ich habe so ein Spielchen mit meinem Freund. Mit einem Kumpel, mit meinem Freund, mit einem Kumpel bin ich schwul. Wir haben so ein Spielchen, dass wenn wir sagen, so der Chatverlauf in Telegram war uns zu heftig, dann löschen wir immer so alles. Und das wirkt auch sehr befreiend. Von dem her ist das wie so ein Frühjahrsputz und da ist eigentlich prinzipiell nichts dagegen einzuwenden. Die Frage ist immer so, ist, warum macht man etwas ursprünglich? Mit was für einer Energie kommt man rein? Und warum macht man es? Und ich möchte auch das Thema Libido-Ermächtigung in dem Fall nochmal erwähnen, weil das ist für die meisten der wahre Grund, warum sie etwas machen, ohne dass sie es vielleicht merken. Ich habe das halt so alles für mich irgendwie so aufgeschlüsselt, dass ich jetzt nicht nur indem ich Seelenpläne verstehe und auch Nancy Holtons Seelenplan verstehe, aber auch so die Motivation direkt spüre. Wenn ich einen YouTuber sehe, dann spüre ich direkt die Motivation dahinter, warum jemand das tut oder nicht tut. Und das ist niemals eine Abwertung, das ist einfach nur eine Beobachtung, weil in meinem Seelenplan ist der spirituelle Beobachter. Ich bin der spirituelle Beobachter, deswegen reflektiere ich einfach nur, was ich wahrnehme. Also prinzipiell kann ich sie 100% nachvollziehen, speziell wenn sie jetzt durch die Menopause geht und die Hormone sich anders verlagern, sozusagen, dass sie dann die alten Videos sieht und sagt, das hat mit ihr nicht mehr so viel zu tun. Deswegen ist es eigentlich eine ziemlich gute Entscheidung zu sagen, ich höre nicht auf, ich mache weiter, aber mit einer ganz anderen Energie. Bei Nancy Holton sehe ich so ein bisschen das Problem, es ist ja, es gibt ja kein Problem wirklich in der spirituellen Welt. Aber es ist irgendwie so ein bisschen das Problem, dass ihr Seelenplan noch nicht so ganz aufgeschlüsselt ist. Das ist, also ich habe ihn gelesen, den Seelenplan von ihr, und habe halt gemerkt, was es bei ihr geht. Und ich habe dieses Gefühl, sie wird trotzdem noch das YouTube benutzen, um Konflikte und Drama zu kreieren in einem anderen Kontext, um wieder halt dieses Thema am Laufen zu haben, diese Schleife so, dieses Seelenplans einfach. Aber es wird interessant zu sehen, wie sich das anders manifestiert in ihren Videos, weil es wird sich durch die Veränderung einfach, wird es sich anders manifestieren. Aber ich glaube prinzipiell, dass der Ursprungsgrund, warum sie YouTube macht, aus dem Seelenplan heraus wird der gleiche bleiben. Und ich glaube, da ist es eben so, da kommt es eben halt drauf an, ist, was bezweckt man damit wirklich mit diesen, und was ist im Seelenplan, was bezweckt man mit Videos? Ich habe oftmals gesagt, im Seelenplan bei Nancy Holton scheint es mehr um sie selber zu gehen als um die anderen. Ich würde sogar sagen, es geht um die anderen gar nicht. Und ich glaube auch, dass sich das langsam auch Leute so ein bisschen merken. Und nicht jeder. Und ich glaube, dass das ist auch prinzipiell nichts Schlechtes, wie gesagt. Es ist nie abwertend, es ist einfach nur eine Beobachtung. Also aus meiner Energieheilung und Seelenplan, Leser, Beobachtung und spirituellen Beobachtung. Und dass indem sie die alten Videos löscht, da ist ja auch bestimmt sehr gutes Material dabei, wo vielleicht jemand, der das erst in ein paar Monaten sieht, auch was davon wegnimmt. Aber sie hat aus ihrer Sicht irgendwo rausgetan, wie sie sagt, das hat mit mir nichts mehr zu tun, aber entnimmt quasi dann die Möglichkeit, den anderen Menschen, die neu reinkommen oder die Videos gar nicht kennen, da noch was zu lernen. Und
Das heißt, es geht in dem Sinne auch nicht, wie gesagt, um die Seelen der anderen, sozusagen. Es geht nur um ihr eigenes Befinden. Und im Kontrast zum Beispiel, wie jemand wie Mutter Teresa hat, ich habe den Seelenplan von Mutter Teresa noch nicht gemacht, aber jetzt im Vergleich, da scheint es ja mehr dazu zu sein, dass es um andere geht. Und, oder fast ausschließlich um andere. Und das ist ja bei jedem so, das ist so eine Waage, so. Ob es nur um einen selber geht, um die im Seelenplan nur um die eigene Seele, um die Seele von anderen. Und man kreiert sich seine eigenen Konflikte, Dramen, Probleme im Leben, gegeben dem Seelenplan, was man hat. Und die Frage ist, wie lange will man das aufrechterhalten? Und umso schneller du dich fügst, umso mehr kommst du in der Ruhe. Und das haben wir ja bei ihr gesehen, dass sie immer mehr in die Ruhe kommt, wenn sie weg von YouTube ist, weil sie merkt, sie braucht das nicht mehr. Und das ist genau in ihrem Seelenplan. Der Moment, wo sie zur Ruhe kommt und merkt, ich brauche das nicht mehr, kann sie in Frieden sein. Und bei mir zum Beispiel ist es ja im Seelenplan so, dass ich überhaupt in meinem Seelenplan gar nicht ist, dass ich anderen helfen muss oder soll. Und deswegen bin ich genauso wie sie in dem Sinne, dass ich auch jederzeit meine Sachen löschen könnte und ich würde nicht einmal mit einem Augenzwinkern so zwinkern, oder wie sagt man? I wouldn't blink with an eye, oder ich weiß nicht, wie man das sagt. So, dass das halt, mich würde es überhaupt nicht stören. Was auch mit dem spirituellen Erwachen bei mir kommt, weil ich denke mir so, es ist eh alles wurscht, so ungefähr. Positiv gesehen. Und aber mittlerweile sehe ich das so, dass ich mache ja YouTube aus Libido-Ermächtigung und nicht aus meinem Seelenplan. Mein Seelenplan ist einfach nur spirituell zu beobachten. Und wenn jeder so seinen Seelenplan kennt, kann er sich dem auch fügen. Deswegen, manche Leute mögen Nancy Holt dafür kritisieren, dass sie die Videos gelöscht hat. Würde ich jetzt überhaupt nicht machen, weil wenn du ihren Seelenplan verstehst, verstehst du auch, warum sie das machen muss. Und dann musst du dann, das ist eben das Schöne, wenn du Seelenpläne verstehst, weil dann kannst du andere Menschen viel besser verstehen und deren Handeln. Weil das sind so festgesetzte Parameter mit dem Seelenplan, dass du gar nicht viele Möglichkeiten hast, außerhalb dieser Parameter zu agieren. Und das wollte ich mal mit euch teilen, weil ich finde, es wäre falsch angebracht, sie dafür zu kritisieren. Und diese Ansagen, so, ich werde es aufhören, ich werde es löschen, vielleicht verschwindet es komplett und so weiter, ist ja dieses Drama des Seelenplans bei ihr. Deswegen kann man auch das irgendwie nicht. Das muss sie für sich selber irgendwann mal lösen, sozusagen. Und als Kontrastprogramm, ich kann auch von anderen erzählen, von Sonja habe ich ja erzählt, von Sonja Rolf von Staden, da geht es darum, Freude zu vermitteln. Da geht es tatsächlich um andere Seelen, Freude zu vermitteln. Bei mir geht es einfach nur um, das ist nicht in meinem Seelenplan, ich mache es einfach, ist Libido-Ermächtigung. Und da komme ich zur Libido-Ermächtigung kurz zu erklären, weil ein bisschen ist Libido-Ermächtigung hinter bei jedem dahinter. Und der Grund, warum. Erstens, Libido-Ermächtigung bedeutet, dass du Entscheidungen triffst, die deinem Sakralchakra entsprechen, Freude und Sexualität. Es ist die Vitalität deines Körpers. Ich habe jetzt wieder diesen Qigong-Meister gehört, ich abonniere ihn auf Instagram, ich vergesse immer seinen Namen. Irgendwas mit M. Der hat selber gesagt, schau, dass du tief atmest in deinen Unterbauch. Er sagt, dort liegt deine Vitalität, deine Kraft. Das ist ja dieses Tai Chi im TCM und diese zwei Energiezentren. Und das eine ist halt im unteren, unterm Bauchnabel. Und im Hara oder in der Nähe vom Hara-Punkt. Und deswegen Harakiri. Das wird nämlich genau in diesem Punkt da, das Schwert eingeführt. So, und er sagt, da soll man reinatmen, um diese Energie zu behalten, weil da eben deine Sakralchakra-Energie ist. Das ist deine ganze Energie. Und wenn du da reinatmest, dann hast du dort Power.
Und wenn die groß ist und wenn du sie auslebst und wenn du Entscheidungen danach triffst, dann bist du einfach in deiner Freude und Sexualität. Und diese Vitalität, die hat jeder Mensch. Und sobald die weg ist, stirbt man. Deswegen ist die Motivation, etwas zu tun, bei den meisten Menschen aus diesem Sakralchakra-Punkt. Sie sehen es selber nicht, vielleicht sind es, weil sie sich nicht dessen bewusst sind. Ich sehe es halt extrem stark. Ich merke, das war nicht so eine schöne Einstellung von meinem Gesicht. Ist okay. Ich merke es halt extrem stark, dass alle Menschen, vor allem die Unbewussten, nur auf dieser Basis agieren und die Bewussteren oder die total Erwachten, also spirituell Erwachten, die sind auch motiviert von Dingen außerhalb der unteren Chakren. Aber der unbewusste Mensch eigentlich ist nur in den unteren Chakren gefangen. Und bis du erkennst, du bist nicht mal dein Körper und du bist nicht mal die Chakren, und dann fängst du an, ganz anders zu agieren. Und das ist dann mehr so wie die Herzintuition und einfach keine Trennung mehr und solche Sachen. Und deswegen, ich finde das absolut in Ordnung, was Nancy gemacht hat für sich. Und man muss erkennen halt, oder man darf erkennen, dass sie diesen Konflikt noch eine Weile aufrechterhalten wird, bis sie erkennt, sie braucht das wirklich nicht. Ja. Aber ich glaube auch, es kommt ein Punkt mit dem Alter, allgemein, nicht nur für sie, ich glaube für jeden Menschen, wo man sich halt wirklich fragt, so, was bringt mir das Leben noch, für was ist es da und so. Und da komme ich noch zu einem Punkt, wo ich jetzt angekommen bin, und das möchte ich kurz teilen, dass ich spüre, dass ich den Rest meines Lebens viel mehr wie eine Art Wellnessprogramm, ein konstantes Wellnessprogramm, spirituell beobachtendes Wellnessprogramm beschreiten will, bestreiten, begehen will. Begehen will ist schöner. Im Sinne, ich mache viel mehr Yoga, viel mehr Bija-Mantras, viel mehr im Sein weilen, viel mehr einfach Dinge, die ich genieße, Sonne, Fahrrad, Palmen und so, und weniger vom PC sitzen und irgendwas noch versuchen zu tun. Also mehr so, mehr wirklich wie ein konstantes Wellnessprogramm. Das spüre ich, das ist mir wichtig. Und vor allem spirituelles Wellnessprogramm. Das heißt wirklich um den Körper sich kümmern, gut essen, Nahrungsergänzung, zum Beispiel aus dem Ayurveda, Stretching, Yoga, ja, Yoga habe ich schon gesagt, so im Sein weilen. Das heißt einfach auch nur so in der Stille sitzen. Ohne Gedanken. Ja, die Kombination von diesen Dingen. Bija-Mantras. Lam, bam, ram, yam, mam, mam, mang. Alle diese Dinge, wo ich weiß, dass wenn ich die tue, fühle ich mich einfach wohler. Und das habe ich in meinem Leben schon immer gemacht, aber zu wenig. Und ich merke, ich komme in so ein Alter, wo das normal ist. Und ich glaube, eben im Älterwerden tut man das neu justieren, diese. Und es gibt einen Film, der heißt La Vita, nein, nicht La Vita Bella, La Grande Bellezza, hat einen Oscar gewonnen, und in dem Film gibt es ein Zitat, ich kann es jetzt nur ungefähr wieder sagen: Ich bin zu alt, um Dinge zu tun, auf die ich keine Lust mehr habe. Und damit beende ich das Video.